So, ihr Lieben, ich weiß gar nicht, ob es jetzt weitergeht mit dem Vlog oder ich einen neuen Vlog angefangen habe. Ich bin momentan so viel am Drehen. Auf jeden Fall habe ich heute zwei Adventskalender-Videos abgedreht. Die müssen jetzt auch online sein. Und ja, wir warten jetzt auf Audel, der macht jetzt ab. Warte, Lina. Genau, ich muss ein bisschen aufräumen, weil wir kriegen später einen von unserem Freund Besuch. Nina, was ist nerde? Gelba Kim? Genau, deswegen bin ich jetzt ein bisschen unter Stress. Das Badezimmer habe ich sauber gemacht. Dann habe ich hier in der Küche Mop gemacht und. Nur im Schlafzimmer und im Wohnzimmer muss ich nochmal sauber machen. Genau, und mit Nina ist es ein bisschen anstrengend, wie ihr wisst. Sie ist momentan ein bisschen anstrengend, aber es ist okay, es ist auszuhalten. Oh, Lina, ich habe das Falsche gebracht. Ich habe Essig erzählt. Naja, egal, machen wir das damit. Damit wird es dann vielleicht sauberer. So, vermutet. Lina will mir immer helfen. Deswegen gebe ich dir immer einen. Nein, Brügel. Burdakonisch. Brügel. So. Ich bin der Back Boni abgeschaut und so ist ein Geselle. Hatte ich eine Boni ab. Genau. Also, weil unser Besuch kommt, müssen wir natürlich ein bisschen aufräumen. Wir müssen aber vorher noch einkaufen gehen. Wie ihr wisst, ist Dienstag und Montag überall haben die Geschäfte geschlossen. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Bei uns zumindest. Und da wir sonst verhungern werden, natürlich nicht. Aber ich brauche für Lina Frühstückssachen und ja. Oh, das ist da. Baba Geld, Baba Kosch. Kosch, Baba Geld, Kosch. Auf jeden Fall haben wir gestern mit Haken einen neuen Tabak gekauft, wieder mal. Und zwar, das Kaugummi-Zimt hat Haken nicht geschmeckt. Ist auch natürlich Geschmackssache.
Und deswegen haben wir hier von A True Passion dieses Le Chill geholt. Leute, das ist der Hammer. Das ist Zitrone mit Menthol. Das ist aber, oh, das schmeckt so gut. Ich habe die Shisha gestern komplett sauber gemacht, damit wir das rauchen können. Und das schmeckt sowas von gut. Das kostet jetzt 16,90, aber das schmeckt sehr, sehr gut. Und das ist unsere Kohle, die wir immer wieder benutzen. One Nation. Die haben wir jetzt auch erneuert, damit wir auch am Wochenende ausgestattet sind. Was denn? Was hast du? Lina ist total komisch heute. Das habe ich im Vlog bestimmt schon öfters gesagt. Ich weiß nicht wieso. Oh, du bist so schwer geworden, Lina. Genau. Sie ist total anstrengend geworden. Ich glaube, sie ist in einer Trotzphase. Phase. Und wir haben heute mit Lina ein Video abgedreht. Ich denke mal, das ist schon online. Und zwar den Sauberkalender. Und sie hat es echt gut gemeistert. Wenn ihr das noch nicht geschaut habt, verlinke ich euch das mal unten. Und ich habe heute das hier gekauft. Übrigens habe ich heute den Food Hall nicht abgedreht. Aber wir haben sehr viel Gemüse geholt. Ich wollte diese, wie nennt man das? Rouladen. Auf jeden Fall machen wir das mit Kohl, mit Weißkohl. Aber ich filme das alles ab. Und wir haben das hier geholt, Fruchtsnack. Das ist ohne Zuckerzusatz und das schmeckt so gut. Das sieht aus wie Gummi, das ist halt, ne? Sieht aus wie so ein Gummibärchen, aber ist es nicht. Damit kann man gut die Kinder verarschen. So, jetzt nimmst du einmal das. So. Bitte. Ja, gib dir Atsch, Hadi. Gib dir Atsch. Ich zeige euch mal kurz, was wir bei Penny geholt haben. Ich muss jetzt auf Lina warten. Übrigens hat Audrey heute gekocht und zwar gab es einen Bohneneintopf mit Reis. Genau. So, als erstes habe ich hier Milchbrötchen geholt. Ich sage ja, die von Penny schmecken sehr, sehr gut. Dann haben wir mal Chips geholt fürs Wochenende. Wir haben heute Donnerstag, also nur noch zwei Tage. Und Sonntag fahren wir zu Mama. Aber mal schauen, was wir machen. Ich hatte heute meine hohen Schuhe an, gerade eben. Leute, ich bin gestorben. Und Lina hat versucht, ach, Lina. Sie hat ein Getränk geholt, Orangensaft. Und ich habe gesagt, okay, dann pack's in den Kinderwagen. Und dann hat sie das dahingestellt und ist weggerannt. Und ich, Dummi, hatte natürlich hohe Schuhe an. Und sie ist durch die, wie nennt man das, diese Flügel, hat da drunter gelaufen. Zum Glück hatte ich keine Wertsachen im Kinderwagen. Ich nehme nie so ein Pony oder so mit. Ich tue das dann in meine Tasche rein, also in meine Hosentasche. Und dann bin ich irgendwie runtergesprungen auf den Boden und bin da durchgekrochen und habe sie dann aufgefangen. Total schlimm. Und dann habe ich sie hingesetzt, dann hat sie ein bisschen geweint, aber dann war auch gut. Und ich habe mit ihr geschimpft. Leute, das muss sein. Also ihr müsst die Regeln setzen. Schon bei einem 6 Monate alten Kind. Also das hat meine Hebamme damals gesagt und mein Kinderarzt sagt es auch. Also Linas Kinderarzt, die Kinder müssen ab dem 6. Monat lernen. Also natürlich, sie lernen nicht, aber sie fassen das auf. Wenn du dann Nein sagst, heißt es Nein. Also, und wenn dann jemand von der Ecke kommt und sagt, nein, lass sie doch, und sie hört das dann und du machst das dann, dann wird sie das immer wieder ausprobieren. Naja, so viel dazu. Wie geht's dir denn? Halt, wann hast du gerade weg? Und dann die Gemme. Die Gemme. Lina, ich kann dich nicht die ganze Zeit tragen. Angelin, du bist doch kein Baby mehr. Okay, ich nehme dich jetzt, warte. Aber lass mich das erstmal alles zeigen, ja? Okay? Und dann ich stimme. Ja, ich stimme. Anne! Genau. Ja. Papa? Ja, Papa trinkt das auch. Das ist doch kein Kaffee, das ist Milchshake, Maus. So, dann habe ich schon mal für den Adventskalender, die waren nämlich, kostet nur 99 Cent und ich will langsam, ich will nicht alles auf einmal kaufen, ich will alles langsam holen und ich dachte mir, für den Adventskalender ist sowas ganz gut, das jetzt mit weißer Schokolade, ich weiß, das wird bis dahin nicht halten, das ist noch ein Monat und einmal die braunen, aber eins nehme ich am Sonntag mit für die Kinder. Dann einmal Fruchtzwerge, die gefakten, dann haben wir hier einmal Tropic 5 Früchte Premium Direktsaft. Ich hole ja mittlerweile nur noch direkt sehr Saft, also 100%ig. Das hat Lina genommen, bei dem weiß ich nicht. Doch, das ist auch 100% direkt Saft, also direkt gepresst. Und
Das ist auch Direktsaft. Ananas, Orange, Mango, Exotik. Haben wir das. Ja, und dann habe ich noch hier Vanille-Milkshake mitgenommen. Das war's auch. Achso, und Lina hatte Durst, da habe ich ihr das hier mitgenommen. Das ist jetzt auch nichts Gutes, aber sie hat total Durst. Und wir standen schon an der Kasse. Und zwar ist das Strandkeks. Roter Multivitamin, Meerfruchtnektar aus Fruchtsaftkonzentraten. Das war's, mehr habe ich nicht geholt. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie lang dieser Vlog geht. Ich hoffe, lang genug. Werde ich ja jetzt beim Schneiden sehen. Weil ich habe in dem Vlog, gibt es glaube ich 4-5 Tage. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Lina geht jetzt baden. Lina, bitte, 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 bitte. Ja? Okay, also man soll ja rein, bitte, bitte, bitte. Aber nein, bitte, bitte, okay. Also Leute, ich bringe Lina jetzt baden und dann melde ich mich. Ich habe jetzt auch wieder 6 Minuten geplappert. Ja. Ja, warte. So ihr Lieben, ich zähle euch mal ganz kurz auf, was ich diese Woche kochen möchte. Also jetzt die kommenden Tage. Und zwar einmal diese Churros. Kennt ihr das? Was man auf dem Weihnachtsmarkt kaufen kann. Da kommt entweder Puderzucker drauf oder kann man in Nutella tunken. Das wollte ich machen. Ich brauche nur noch einen Spritzbeutel. Dann wollte ich nachher noch was machen. Das ist Weißkohl. Das ist halt so wie Weintraubenblätter? Nee, was sagt man dazu? Dieses Sarma, Dolma halt. Dann wollte ich Köfte machen. Ich habe alles aufgeschrieben. Ich rufe jemand an. Dann wollte ich auf jeden Fall noch türkisches Kebab machen. Sag mir einfach Bescheid. Ob ihr das sehen möchtet, dann nehme ich das alles auf und ja. Ja, Hakan hat angerufen. Ich rufe ihn mal kurz an, was er denn möchte. Wo ist Mama? Ich erwähne gerne den Sennapier. So ihr Lieben, Lina schläft jetzt. Ich muss die Küche aufräumen. Das Wohnzimmer habe ich schon aufgeräumt. Und dann muss ich 2-3 Videos bearbeiten mit dem zusammen. Und dann habe ich erstmal 3 Tage meine Ruhe. Dann kommen die Videos online. Wie ihr merkt, fange ich wieder langsam an, mehrere Vlogs zu drehen und auch hochzuladen. Ich hoffe, das gefällt euch. Genau. Ich wollte euch noch kurz die Jacke zeigen, die wir heute Lina gekauft haben. Und zwar ist das die hier. Die haben wir bei C&A gekauft. Die war, die kostet 29 Euro. Aber da ist momentan so eine 20% Aktion und deswegen haben wir nur 23 bezahlt. Die ist innen auch total weich. Lina hat total viele Jacken, aber das Problem, das alles kostet 98. Eins davon hat ja meine Mama gekauft und 2 davon ich, aber die sind alle zu groß. Deswegen haben wir jetzt die hier geholt. Die ist auch ganz schön. Ja, uns gefällt die sehr. Genau. Und sonst gibt es eigentlich nichts. Genau. Gestern ist was total Lustiges passiert. Und zwar, wie soll ich das euch erzählen? Ich habe auf Instagram ganz normal eine Story hochgeladen und dann kommt auf einmal so ein Mädchen von der Seite. Ich weiß, das ist jemand, den wir kennen. 100%. Dafür kann ich meine Hand ins Feuer legen. Sie hat geschrieben, was hat sie geschrieben? Ich sah auf jeden Fall total kaputt aus. Also was heißt kaputt? Ich sah so aus, ungeschminkt. Und die Leute denken, wenn du ungeschminkt bist, entweder bist du krank oder tot. So, Moment. So sah ich aus. Also ich sah schon ein bisschen kaputt aus. Aber ich finde, es geht noch. Es gibt Schlimmeres, Leute. Ich finde, ich sah nicht mal schlimm aus. Das hat meine Freundin geschrieben. Sah ich schlimm aus? Ich finde nicht. Naja, auf jeden Fall hat sie dann geschrieben. Ja, ich habe jetzt mal ein bisschen viel gelabert. Ich muss es erstmal finden. Moment. Da. Man sieht voll, dass du todesgeweint hast. Hat dich Audel geschlagen? Sei ehrlich. Ich dachte mir erstmal, hä, was, in was für einem Film lebst du? Also, das Beste war, ich bin auf ihr Profil gegangen. Auf dem Profil, kein Profilbild, nichts. 8 Personen,
Sie folgt, oder sie oder er folgt 8 Personen. Und folgt aber uns nicht. Und da war mir klar, okay, du kleine Ratte, ey. Das ist jemand, der uns kennt. Also, sonst wüsste diese Person Audels Namen nicht. Und ich habe dann geantwortet, dass Audel extra von der Arbeit gekommen ist und mich geschlagen hat und dann wieder zurückgefahren ist. Ja, dass sie recht hat. Also Leute, nur weil man ungeschminkt ist, heißt das nicht direkt, man hätte geweint. Ist tot oder ist todeskrank. Also ich bin so zufrieden. Ich würde auch so rausgehen, wie ich jetzt gerade aussehe, weil ich finde, das ist gar nichts Schlimmes. Manchmal ist die Naturschönheit, Natur, wenn man so natürlich ist, ist es schöner, finde ich. Naja, das war dann mein Wort zum Donnerstag. Audel will morgen Call of Duty kaufen, das neue. Ich habe ihm das heute gesagt und er will das kaufen. Ja, mal schauen. Er hat mir gerade eine Sprachnachricht geschickt. Genau. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns morgen, ihr Süßen. Bis dann. Passt auf euch auf. Tschüss.